Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch ein Soft Smoky Eye, weil sehr viele danach gefragt haben und ich persönlich diesen Look auch sehr gerne im Alltag trage und los geht's. Ich starte mit der Everyday Minerals Foundation in der matten Variante. Da ich zu fettiger Haut neige und die Foundation den Talg ziemlich gut zurückhält und die Haut abmattiert, man bekommt im Alltag so einen ganz leichten Glow. Und diese Foundation trage ich am liebsten mit einem abgeflachten Foundation Buffer auf. Dieser ist hier von Nude by Nature, der ein wunderschönes Design hat. Und ich liebe diese Pinsel vom Design her und die haben auch noch Synthetikborsten und sind somit vegan. Und diese Synthetikborsten sind ultra weich und die Haut wird sowas von gestreichelt und sanft behandelt. Einfach perfekt für meine sensible Haut. Mein Gesicht konturiere ich mit dem Terra Naturi Augenbrauenpuder, weil das so schön aschig ist. Momentan habe ich halt einfach noch kein Konturpuder, aber das funktioniert ganz gut, finde ich jedenfalls. Ich konturiere noch meine Stirn und dann gehe ich noch am Kinnbereich entlang, um das Gesicht einfach so ein bisschen schmaler wirken zu lassen. Und das Ganze mache ich mit dem Pinsel ebenfalls von Nude by Nature. Und ja, ich brauche einfach noch wesentlich mehr von diesen Pinseln. Und dann verwende ich noch einen Bronzingpuder, der ist von Bare Minerals. Und damit gehe ich auch nochmal grob übers Gesicht, über die Kontur, damit das Gesicht einfach noch ein bisschen aufgewärmt ist. Und da verwende ich ebenfalls den gleichen Pinsel. Als Concealer verwende ich den Hyro Out of Space Balm in der Farbe 04 Nala. Der ist wirklich sehr cremig und den könnte man eigentlich auch als Foundation benutzen. Ich persönlich finde aber, dass der Nude by Nature Concealer mir doch etwas besser gefällt für den Alltag, weil er noch mehr pflegt und etwas deckender ist. Aber ich brauche jetzt den Hyro Concealer auf, bevor ich mir den von Nude by Nature wieder kaufe. Neu bei mir eingezogen ist der Hind Beauty Concealer und der ist so unglaublich deckend. Man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig Produkt und ich verwende ihn, um meine ganzen Rötungen zu kaschieren am Kinn und auch an der Nase herum. So um die Nase herum ist man immer so ein bisschen rot und ich verwende wirklich nur ganz, ganz wenig Produkt. Der ist wirklich sehr gut deckend und verwende ihn auch noch so ein bisschen als Concealer, aber eigentlich verwende ich ihn wirklich lieber als Foundation teilweise. Wenn ich so ausgehe und ein bisschen mehr Deckkraft brauche, dann verwende ich ihn schon öfter als Foundation. Ja, und um den Concealer zu fixieren, verwende ich von Bare Minerals das Illuminating Mineral Veil. Und wie der Name schon sagt, ist das illuminierend und reflektiert das Licht. Dadurch wird das Auge nochmal geöffnet und die Falten kaschiert und natürlich das Ganze fixiert. Am liebsten verwende ich dafür übrigens den Soeva Pinsel. Ja, und auch ich bin so ein Glow Junkie. Und ich verwende sehr gerne im Alltag den Nude by Nature Highlighter Stick in der Farbe Champagne. Der ist so rosa, nude, goldig und der hat so einen wunderschönen subtilen Glow. Aber noch cooler finde ich eigentlich die Form, weil das relativ zügig damit geht. Und der Glow lässt sich relativ präzise auftragen. Ich trage den Highlighter an den Schläfen auf, an der Augenbraue, noch so ein bisschen an der Nasenspitze und überm Lippenherz. Und endlich habe ich mal ein neues Augenbrauenprodukt und zwar von Hind Beauty, den Cream to Powder Eyebrow Definer in der Farbe Espresso. Der sieht jetzt etwas goldig aus, ist er aber nicht. Er lässt sich super auftragen und ich muss auch sagen, dass er ziemlich lange auf der Augenbraue hält und die Augenbraue sieht einfach den ganzen Tag perfekt aus. Da er aber eine eher pudrige Konsistenz hat, werden die Augenbraue jetzt nicht fixiert, so wie bei der Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. Das tut er nicht, aber ich finde, das ist eine wirklich tolle Alternative zu konventioneller Kosmetik. Ja, und da ist der Übeltäter, nach dem ihr immer alle gefragt hattet. Und zwar ist das der Lidschatten von und Gretel in der Farbe Bark. Das ist ein relativ neutraler Braunton mit so einem leichten Glanz. Und den tupfe ich mit meinem Oriflame Pinsel auf das bewegliche Lid. Und anschließend verblende ich den Lidschatten mit dem 217er Pinsel von MAC.
Mit dem 230er Pinsel von Soeva gehe ich nochmal in den Lidschatten und trage das Ganze am unteren Wimpernkranz auf. Das macht so einen leichten Smoky-Effekt. Und dann verwende ich von Nogona den Eyeliner Pencil 02 in einer schwarzen Farbe und trage diesen auf die Wasserlinie auf, gehe aber noch so ein bisschen zwischen den Wimpern entlang und dann trage ich mit dem Eyeliner auch noch so einen soften Lidstrich auf und das Ganze wird dann noch verblendet. Mit dem schmalen Pinsel tupfe ich nochmal in den Lidschatten Bark von Und Gretel und dann gehe ich nochmal in die Lidfalte, um den Look so ein bisschen intensiver zu gestalten. Das Ganze wird natürlich auch ordentlich verblendet. Im nächsten Schritt werden dann meine Wimpern in Form gebracht mit dieser Wimpernzange und dann verwende ich eine Wimperntusche, die einfach nur grandios ist. Die ist von Oriflame. Und die habe ich von meiner Tante geschenkt bekommen, als sie mich aus Polen besucht hatte. Und ich sag's euch, die Wimperntusche ist einfach nur klasse. Sie hat so eine kleine Gummibürste und damit kommt man wirklich an jede Wimper entlang und sie hält endlich mal den Schwung. Also die hat meine Maybelline Mascara jetzt abgelöst. Verschmiert nicht, ist aber trotzdem gut abzuwaschen. Sie hält den Schwung, ist tief schwarz, trennt die Wimpern und ich hatte noch nie so eine gute Wimperntusche. Ich muss wirklich sagen, die ist einfach nur toll, ist aber keine Naturkosmetik-Wimperntusche, also das ist eine konventionelle Mascara. Die Kosmetik von Oriflame ist jetzt in Deutschland nicht ganz so weit verbreitet, aber ich habe sie im Internet gefunden bei iParfumerie. Ich setze euch natürlich die ganzen Links auch nochmal in die Infobox und ich rate euch dazu, die auf jeden Fall zu bestellen, weil die ist einfach nur wirklich klasse, die Mascara, und die ist auch wirklich nicht teuer. Und auf den Lippen trage ich fast jeden Tag den Alima Pure Lippenstift in der Farbe Lucy. Und das ist so ein Peach Newton, der matt ist. Und ich habe den echt ja jeden Tag im Gebrauch, weil ich den einfach schön finde. Und ich finde ihn auch im Sommer noch besser, wenn man leicht gebräunt ist, weil im Winter ist er mir ein bisschen zu lachsig und zu dunkel. Und dann trage ich nochmal so ein bisschen Highlighter auf, tupfe das so auf den Lippenstift und das gibt dann noch so einen leichten Glanz. Und ich finde, dass der Highlighter den Lippenstift auch gut fixiert. Ja, das ist hier der fertige Look und ich hoffe, er gefällt euch. Und über einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Bye!